gleich Herr Brock fragen, der auch seit Jahren informiert ist, insbesondere weil im Europaparlament ein Verfahren gegen Deutschland läuft. Es sind 400 Petitionen, ich denke, ca. 100 kommen aus Polen. Sie wurden gerade als Kämpfer und Europäer von vielen Personen hier bezeichnet. Ich hätte gerne gewusst, was haben Sie? Die Sache mit den Kindern, ich habe ja auch mehrfach darum gebeten, konkrete Beispiele über das hinauszubekommen, was Frau Schwan hier geschrieben hat, mit den Fragen von Gerichtsurteilen, Jugendämtern und wie der begleitete Umgang dort gestaltet werden kann. Und da muss ich auch einfach sagen, dieses kann nicht verallgemeinert werden. Manchmal gibt es Gründe, manchmal gibt es nicht Gründe, manchmal gibt es Fehlverhalten. Wir haben übrigens auch Fehlentscheidungen von Jugendämtern und Betreuung oder auch wenn Kinder Eltern weggenommen haben, Jugendämtern, da gibt es manches, wo einem die Galle hochgeht, aber ich würde mich weigern, dies als eine generelle Position unseres Landes oder gibt es Jugendamt, wie dabei das gezeigt. Und aus diesem Grunde muss in einem einzelnen konkreten Fall festgestellt werden, dass und wo das falsch ist, muss das korrigiert werden. Und muss man deutlich machen, dass dann man es auch nicht übertreiben darf. Aber man sollte nicht aus der berechtigten Verärgerung des Einzelfalles einen Schluss ziehen, dass dieses ein Verhalten gegen Polen sei. Dieses Verhalten gibt es auch in Jugendämtern gegenüber Deutschen. Dieses Verhalten gibt es über Franzosen und anderen und die gibt es wiederum auch in anderen Ländern. Ich habe beispielsweise etliche Schreiben auf den Unternehmen unserer Region, wo sie meinen, dass sie vor polnischen Gerichten nicht richtig behandelt worden sind. Auch das kann man nicht generalisieren. Und deswegen ist auch jemand, der sich von deutschen Gerichten angenehm anfühlt. Ja, auch das gibt es. Und deswegen muss man in solchen Fällen, naja, vor allem im Arbeitsrecht, da muss man dann eins, was ist. Und wir machen das übrigens so oft, wenn wir einen konkreten Fall haben, der aus einer bestimmten Region in Polen, Frankreich oder Deutschland kommt, dann gucken wir, welcher von uns Kollegen aus dem Land ist da zuständig, kannst du dir das mal angucken und informieren. Und auf dem Weg haben wir manche Dinge schon gelöst, ohne großes Theater, und meist kriegt man solche Fragen dann auch entsprechend hin. Und ich glaube, das muss der Weg gehen. Übrigens sind Fragen von Scheidungsfällen, ich habe das erst gesagt, was ist das für ein idiotischer Vorschlag, müssen wir das in Brüssel auch noch entscheiden. Aber es liegt jetzt in der Gesetzgebung ein Vorschlag vor, dass es bestimmte Mindestverfahren gibt bei Scheidungen von Eltern unterschiedlicher Nationalität, damit hier bestimmte Sicherheitsmaßnahmen eingereicht werden. Ich habe das jetzt gesagt, das ist ein Fall der Sozialität, das muss man europäisch regeln, aber ich habe mich da inzwischen eines anderen belehren lassen, weil nämlich die Fragen von Kindern in multinationalen Ehen bei Scheidungen von multinationalen Ehen oftmals ein Problem sein kann und dass aus diesem Grunde wir innerhalb der Europäischen Union bestimmte grundsätzliche gemeinsame Standards haben sollten, um hier vielleicht die Kinder nicht zu opfern, solche Entwicklungen werden zu lassen. Ich würde gerne noch hinzufügen, einer meiner Kollegen, Jurakollegen an der Viadrina, hat eine Doktorandin, die jetzt ausdrücklich dieses Problem behandelt. Sie sind ja auch mit ihr in Verbindung, Sie haben ihr auch was geschickt. Ja. Sie schicken dann auch auf Ihre Karte das, was Sie von mir fotografieren und filmen. Immer das kann man dann bei Ihnen auf Ihrer Website sehen. Das habe ich auch gesehen, aber das ist ja auch okay. Es wäre natürlich noch netter, wenn Sie mich fragen würden, wenn Sie das vorhaben, das zu tun, aber okay. Ich mache nur eine gute Werbung. Jedenfalls, da ist eine Doktorandin dabei, sich mit dem Problem zu beschäftigen und alles Material auch zu sammeln, was es dazu gibt, um zu sehen, gegebenenfalls auch aus der Wissenschaft Hilfe zu geben dafür, wie man da eine Regelung im europäischen Sinne und zugunsten der Personen, die da angesprochen sind, finden kann. Also um das Thema, dieses Thema noch wirklich abzuschließen, ich nehme